Hallo ihr Lieben, da es Erdbeerzeit ist, habe ich wieder ein super leckeres Rezept mit Erdbeeren und zwar Hefeschnecken gefüllt mit Erdbeer und Pudding und zeige euch die Zutaten dazu. Wir brauchen 500 Gramm Mehl. Ich mache jetzt eine Mulde und gebe ein Päckchen Trockenhefe hinein, 3 Esslöffel Zucker und gebe ein bisschen Milch darüber. Wir brauchen insgesamt 200 Milliliter Milch. Ein Päckchen Vanillezucker, ein Ei, 60 Gramm Butter, Saft einer halben Orange. Ich habe jetzt Blutorange genommen. Ihr könnt auch ganz normale Orange nehmen oder Saft einer halben Zitrone. Dann brauchen wir so ungefähr 4 Esslöffel Wasser. Jetzt werde ich den Teig vorbereiten. Ich habe den Teig so lange geknetet, bis er nicht an den Händen und auch nicht am Schüsselrand klebt. Und so muss dann auch die Konsistenz sein. Jetzt werde ich den einmal abdecken und eine Stunde gehen lassen. Wir brauchen so ungefähr 500 Gramm Erdbeeren. Ich habe die Erdbeeren klein geschnitten und gebe ein bisschen Zucker darüber und werde sie einmal aufkochen. Ich werde die Erdbeeren jetzt pürieren. Ich gebe jetzt 1 Esslöffel Speisestärke hinein. Bei Bedarf könnt ihr noch ein bisschen Zucker hineingeben und dann werde ich das einmal aufkochen. Ich habe Vanillepudding vorbereitet und auskühlen lassen. Ich werde den Teig erstmal rechteckig ausrollen. Gebe jetzt von dem Pudding ein bisschen darüber. Und gebe von der Erdbeerfüllung drauf. Und werde es einfach glatt streichen. Die Seiten habe ich ein bisschen offen gelassen, damit die Füllung jetzt nicht rauskommt und werde den Teig einrollen. Und schneide den in Stücke. Und gebe das in eine Form hinein. Ich bestreiche die jetzt mit Eigelb. Ich habe in ein Eigelb 2 Esslöffel Milch hineingegeben. Dann werden die im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad gebacken. So, ihr Lieben, mein Gebäck ist raus aus dem Ofen. Ich habe reichlich Puderzucker darüber bestreut und auch sofort aus der Form rausgenommen. Ihr könnt die auch so leicht voneinander trennen. Die waren richtig, richtig lecker. Das war's dann heute auch von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Probiert das unbedingt aus. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss.